Die 3D-Falle. Heute erfährst du, was das bedeutet. Du erfährst, was hinter unserem Rücken geschieht. Du erfährst, welche Kräfte dich manipulieren möchten oder es vielleicht schon unbewusst tun. Und da man nichts davon merkt, fallen viele Menschen darauf rein. Ich zeige dir die Situationen, in denen genau diese Mächte wirken, die dich unbemerkt einfangen und gefangen halten möchten. Schließlich erfährst du auch ein paar Möglichkeiten, wie du dich von diesen Kräften befreien kannst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal. Ich bin Bioenergietherapeutin, Autorin und spirituelle Lehrerin. Wenn du dich spirituell weiterentwickeln möchtest, ist es wichtig, dass du dir über die Dinge bewusst wirst, die dich zurückhalten möchten. Leider sind viele Kräfte am Werk, die uns in der dritten Dimension gefangen halten wollen, denn sie nähren sich aus den Ängsten der Menschen. Diese Kräfte können äußerlich sein, sie können entweder von außen kommen, zum Beispiel von den Medien oder dem Marketing, oder von innen, zum Beispiel von deinen eigenen negativen Gedanken und Gefühlen. Der Schlüssel zur spirituellen Entwicklung liegt darin, sich dieser Kräfte bewusst zu werden und zu lernen, wie man sich von ihnen befreien kann. Wenn du das geschafft hast, kannst du dich in deinem eigenen Tempo spirituell entwickeln und dein volles Potenzial ausschöpfen. Aber zunächst einmal, was ist die dritte Dimension? Die dritte Dimension ist ein Konstrukt des menschlichen Geistes. Sie ist die Art und Weise, wie unser Gehirn der Welt um uns herum einen Sinn gibt. Zeit und Raum sind zwei Eigenschaften der dritten Dimension. Alles, was in Zeit und Raum existiert, ist Teil der dritten Dimension. Unser physischer Körper ist auch Teil der dritten Dimension. Albert Einstein hat schon gesagt, Zeit ist eine Illusion. Mit dieser Aussage weist er uns darauf hin, dass die dritte Dimension durch die Zeit begrenzt ist und wir uns durch diese Illusion gefangen halten lassen und uns selbst begrenzen. So ist die dritte Dimension ein begrenztes Konstrukt des menschlichen Geistes. Wir sind durch unsere Sinne eingeschränkt, die nur einen kleinen Teil des elektromagnetischen Spektrums wahrnehmen können. Wir können zum Beispiel kein ultraviolettes oder infrarotes Licht sehen. Und wir können nur einen kleinen Bereich von Tonfrequenzen hören. Auch unser physischer Körper ist begrenzt. Das bedeutet, dass wir immer nur den gegenwärtigen Moment erleben können. Man könnte sagen, dass die dritte Dimension begrenzt ist und uns begrenzt. Sie ist wie eine Kiste, in der wir leben. Wir werden in diese Kiste hineingeboren und wir sterben in dieser Kiste. Die einzige Möglichkeit, etwas außerhalb der Kiste zu erleben, ist, unseren Körper zu verlassen und die vierte oder fünfte Dimension zu betreten, die das Reich des Geistes ist. Am Ende des Videos erzähle ich euch, was wir tun können, um aus dieser 3D-Falle auszubrechen. Jetzt kommen wir aber zu den Dingen, die uns gefangen halten, sodass wir es nicht mal mitbekommen. Der Hauptgrund, warum wir gefangen sind, liegt in unserer Wahrnehmung. Wir sehen die Welt mit unseren fünf Sinnen und sie geben uns Informationen darüber, was um uns herum passiert. Aber diese Sinne können getäuscht werden. Hast du zum Beispiel jemals eine Fata Morgana in der Wüste gesehen? Deine Augen sagten dir, dass dort Wasser ist. Aber in Wirklichkeit war es eine Fata Morgana. Es gab kein Wasser. Unsere Sinne können uns also täuschen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir in der dritten Dimension festsitzen. Zum Beispiel können viele schöne Worte uns täuschen und dazu bewegen, Dinge zu tun, die wir sonst niemals tun würden. Zum Beispiel das, was in den letzten Jahren gesagt wurde, hat viele Menschen dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie ohne Täuschung nie getan hätten. Denken wir nur an die Schlumpferei. Wenn man nun die aktuelle Situation der Energiekrise anschaut, haben viele falsche Entscheidungen zu dieser schwierigen Situation geführt. Und auch das sind Täuschungen. Unser Verstand ist ein sehr wichtiger Faktor,
der uns in der Falle hält. Das muss man sich erstmal bewusst machen. Seit unserer Geburt sind wir darauf programmiert, auf eine bestimmte Art zu denken, bestimmte Dinge zu glauben und uns auf eine bestimmte Art zu verhalten. Diese Programmierung kommt von unseren Ahnen, unseren Eltern, unseren Lehrern, unserer Religion, den Medien und der Gesellschaft im Allgemeinen. Wir sind darauf programmiert zu denken, dass wir voneinander und von der Natur getrennt sind. Wir sind darauf programmiert zu denken, dass wir nicht gut genug sind, dass wir bestimmte Dinge brauchen, um glücklich zu sein. All diese Programme halten uns in der dritten Dimension gefangen und möchten verhindern, dass wir uns spirituell entwickeln können. Wer dies durchschaut, wird sich weiterentwickeln. Wer alles glaubt, wird stehen bleiben. Ein weiterer Grund, warum wir gefangen sind, ist, dass wir uns mit unserem Körper identifizieren. Wir denken, dass wir unsere Körper sind. Aber das ist nicht wahr. Unsere Körper sind nur Vehikel für unsere Seele, um das Leben in der dritten Dimension zu erfahren. Unsere Seele ist ewig und nicht durch Zeit und Raum begrenzt. Wenn wir uns also mit unserem Körper identifizieren, sind wir durch die gleichen Grenzen wie unser Körper begrenzt. Mit dem Körper zu identifizieren bedeutet, dass man nur auf Äußerlichkeiten achtet und oberflächlich ist. Es bedeutet auch, an Gewohnheiten festzuhalten und Angst vor Veränderungen zu haben. Der nächste Grund, warum wir gefangen sind, ist die Angst. Angst hält uns davon ab, neue Dinge zu erforschen und unser Bewusstsein zu erweitern. Wir haben Angst vor dem Unbekannten und vor Veränderungen. Wir Menschen neigen dazu, leichter an Angst zu glauben als an Liebe. Es braucht nur jemand zu kommen und von etwas Schrecklichem zu erzählen, sofort haben viele von uns Angst. Und wir neigen dazu, an dieser Angst festzuhalten, weil sie uns vertraut ist. Angst ist wie ein Gefängnis, das uns daran hindert, zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Unsere Gesellschaft ist aus diesem Grund negativ konditioniert. Von unserer Geburt an werden wir mit Botschaften der Angst bombardiert. Uns wird beigebracht, Angst vor Dingen zu haben, die anders sind, vor Veränderungen und vor anderen Menschen. Uns wird sogar beigebracht, Angst vor unseren eigenen Gefühlen zu haben. Ein weiterer Grund, warum wir gefangen sind, liegt in unserem Ego. Das Ego ist der Teil von uns, der nur mit sich selbst beschäftigt ist. Es will alles für sich selbst und kümmert sich nicht um andere. Das Ego ist auch der Teil von uns, der Angst vor Veränderungen hat. Es will, dass alles so bleibt. So könnte man sagen, dass das Ego gegen unser spirituelles Wachstum arbeitet. Aber es gibt auch gute Nachrichten und ich zeige dir jetzt, wie du aus der 3D-Falle ausbrechen kannst. Denn es ist so, dass wir uns spirituell entwickeln können, auch wenn wir in der dritten Dimension gefangen sind. Wir können dies tun, indem wir unser Bewusstsein erweitern und unser Herz öffnen. Wir beginnen damit, Dinge zu hinterfragen und der Stimme des Herzens zu vertrauen. Wir lernen, unsere Intuition zu vertrauen und auf unsere innere Stimme zu hören. Wenn wir diese Dinge tun, beginnen wir, uns mit unserer wahren Natur, die Liebe ist, zu verbinden. Und wenn wir uns mit der Liebe verbinden, sind wir nicht mehr durch die dritte Dimension begrenzt. Denn die Liebe ist grenzenlos und bedingungslos. Wir können anfangen, das Leben auf eine neue Art zu erleben und uns von unseren Begrenzungen zu befreien. Wenn du also das Gefühl hast, festzustecken und dich in der dritten Dimension gefangen fühlst, verzweifle nicht. Es gibt immer Hoffnung. Du kannst beginnen, dich spirituell zu entwickeln und dich von den Begrenzungen zu befreien.
Dein Bewusstsein kannst du erweitern, indem du dein Herz öffnest und dich mit der Liebe verbindest, indem du Menschen hilfst, sie unterstützt oder Gutes tust. Diese Tätigkeiten und Dinge werden dir helfen, dich spirituell weiterzuentwickeln und die dritte Dimension zu überwinden. Was denkst du? Fühlst du dich in der dritten Dimension gefangen? Konntest du dich schon von deinen Begrenzungen befreien? Teile doch deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten mit uns. Ich freue mich schon darauf. Dieses Video ist ein Lehrvideo und möchte von dir geteilt werden und geliked werden, damit möglichst viele Menschen aus der 5D-Falle aufwachen können.